Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Hytronier. So, ich habe zwar schon angefangen hier vorne, dass ich alles vorbereite für die Felder, die ich hier anbauen werde, weil das triggert mich einfach extrem, wenn ich hier drüber fahre und ernte und dann ständig einsinke. Das kann natürlich da drüben auch passieren, aber gut, das muss ich jetzt einfach mal probieren. Aber ich denke, dass so langsam hier sowieso dem Ende zugeht, sage ich jetzt mal, weil das Einzige, was ich jetzt hier noch machen möchte, ist eigentlich das mit dem König. Also danke auch in den Kommentaren. Ja, ich hasse tatsächlich das Angeln. Ich mag das überhaupt nicht. Aber ich muss halt da durch. Ne? Da komme ich nicht drum rum. Und deswegen auch danke für den Hinweis beim Fischerdorf. Und zwar, was war jetzt das? Und zwar beim Anfangsdorf vorne. Bei der Bastion. Da gibt es ja eine spezielle Angel und die habe ich total übersehen und anscheinend braucht man da, ich weiß es nicht, eine Garnele, um diese Angel zu bekommen. Was machst denn du für eine Fahrerei heute? So, fahren wir mal rüber. Ich habe jetzt mal den kompletten Eimer mit dabei, wo alle Fische drin sind, die ich bisher gesammelt habe. Ich habe jetzt halt auch die Reusen noch mal leer gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich diese Angel bekomme, weil anscheinend ist es eine bessere Angel. Nicht die meine erste Angel, weil wenn wir die erste, die wir gekauft haben, mit die in die Hand nehmen, dann steht ja meine erste Angel als Titel oder als Name da. Und Entschuldigung. Wird wieder zurückgeboxt auf seinen Platz. So. Und zwar einmal hier bitte parken. Dankeschön. So, dann schnappen wir uns mal den Wagen. Das habe ich schon von dir, oder? Ja, habe ich schon. So, und zwar, das Ding habe ich nämlich total übersehen. Und zwar, alles, was ich brauche, du brauchst nur einen einzigen Dingsi hier. Ist egal, ich schmeiße jetzt den ganzen Eimer mal da drauf. Vielleicht reicht, geht's ja. Eine wackelige Angel. Level 2 Angel ist etwas instabil, aber wohl immer noch besser als die vorherige. Okay. Oh, wonder where all these boots come from. Ja, das frage ich mich auch. So, das ist dann die Angel 3. Level 3 Angel sieht aus, als wäre sie mehrfach fallen gelassen worden. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt halt hier eine Krabbe drin habe. Nee, habe ich nicht. Okay. Dann werde ich wohl mit der Angel hier, mit der Dreier, irgendwie mal, lass mich rüber, irgendwie mal eine Krabbe angeln müssen. Aber wo bekomme ich die her? Wahrscheinlich vorne am Meer wieder. Thunfisch. Da ist halt die Frage, werden die Dinger schwerer jetzt hat oder lohnt sich das? Aber ich würde sagen, dass ich, wenn dann, wenn wir jetzt halt schon angeln, dass wir dann eben mit Wagen losziehen. Dankeschön. Und ich würde sogar sagen, dass wir tatsächlich mal in unseren Spot reinschauen. Also in unser Drei-Ebenen-Gewässer. Also ich kümmere mich aktuell nicht um irgendwelche Token oder sonst was. Die Maschine steht ja still schon seit ein paar Tagen. Ja, okay, bis da runter habe ich dich gekickt. Das gleich noch weiterlaufen. Das habe ich jetzt davon, ne?
Das ist die Rache des Wanderers. Ah. Ich hätte ihn am liebsten noch weiter vorgekickt. So. Dann lasst uns mal gucken, ob wir hier etwas angeln können. Ich nehme auch wieder den ganzen Wagen mit. Da unten hängen zwei Gießkannen dran. Deswegen, ich habe mich schon gefragt, wo die Gießkannen sind. Okay. Da sind die irgendwie mit in den Wagen reingeglitscht. So, Wagen schnappen und dann würde ich mal sagen, dass wir bis nach unten gehen. Ist einfach meine Vermutung, dass wir hier unten eher so einen Fisch fangen als so eine Krabbe fangen. Ach nö, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Mein Geld aus dem Geldbeutel gefallen. Im Supermarkt, wenn dir das passiert, krabbelst du am Boden rum. So, dann brauchen wir die 3 Angel. Nein, das ist natürlich die Level 2 Angel. So, wir lassen die alle hierher troppen und dann muss ich die einfach später dann in den Eimer schmeißen. Man weiß halt nicht, wo man es fängt, ne? Das ist das Problem. So, und ich denke auch, dass ich das ein bisschen hinziehen kann. Aber ihr bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ein paar Minuten zumindest, dass ich nicht ganz allein bin beim Angeln. Ich meine, das Angeln ist jetzt hier nicht schlimm. Es zuckt halt mal die Angel und dann drückst du und dann hast du den Fisch. Da musst du nicht lang rumkämpfen wie in manch anderen Spielen. Oder ich muss tatsächlich ans Meer. Das kann auch sein. Weil wenn ich jetzt halt hier nur Makrelen und Sardinen und sowas raushol. Also ich vermute mal, dass die Fische etwas schwerer sind. Achso, das war wieder ein Stiefel, ne? Ja, okay, Stiefel brauchen wir nicht. Nee, das bringt nichts, glaube ich. Das ist, glaube ich, nichts. Jawohl. Gehen wir wieder rauf. Also, wir gehen jetzt mal zu unserem Spot hin. Und ich hätte nicht so weit fahren müssen, ne? Ich wollte halt schauen, ob das hier irgendwie was bringt. Aber anscheinend nicht. Weil wir könnten ja auch unten bei Burnscroft, da können wir ja auch jederzeit ans Meer, das wäre jetzt kein Problem, ne? Dann wären wir in der Nähe von dem Spot. Okay, also. Ich würde nur sagen, dass ich einmal ganz kurz in der Stadt hier vorbeifahre. Weil da war nämlich jetzt gerade einer mit grünem Rezept. Also auch wenn ich das aktuell jetzt nicht mache, aber später ist es ja dann doch wieder relevant. Und ich glaube, das war... Okay. Don't mind me. I'm just mooching about. Ach so, das ist wieder hier dahinter. Die Betty. Aber es wird einfach nicht mehr, ne? Also ich meine, wir kriegen schon mehr Token jetzt halt mittlerweile, aber... Naja, gut. Dann würde ich sagen, fahren wir... Ich weiß gar nicht, ob ich da drüben hochkomme. Dann bräuchte ich...
Bleib halt nicht am Brunnen hängen. Dann bräuchte ich nämlich jetzt halt extra zurückfahren. Ich glaube, da vorne kommt man hoch. Oder? Yay! Mit Schwung geht's. Halt, warte mal, wir können doch, glaube ich, auch hier abkürzen. Ja, der Weg ist ein bisschen schmal, aber das geht schon, ne? Ja, dann wären wir hier. Dann fahre ich mich da vorne fest. Ne, leider mal. Ja, dann angeln wir jetzt einfach mal hier. So, Edge. Okay, ich komme nur bis daher mit dem Wagen. Das heißt, wir drehen uns einmal um. Ein kleines Stück vor, bitte. Wunderbar. Dann schnappen wir uns die Dreierangel. Ach nee, warte mal, wir müssen zumindest den Fischeimer mal ein bisschen anders hinstellen. Und auch den hier mal ein bisschen anders hinstellen. Weil wenn ich nämlich hier die Angel auswerfe, dass wir die Sachen hierher droppen können. Gucken wir mal. Das dürfte ja irrelevant sein, weil wir kommen halt nicht weiter, aber die Angel können wir ja trotzdem auswerfen. Ja. Richtig groß, hä? Sah jetzt halt aus wie ein Thunfisch. Aber wir brauchen halt diese Krabbe, ne? Und das ist alles, was ich eigentlich will. Schauen wir mal ganz kurz, was das ist. Aber ich denke, einen Hering. Achso, naja, mir fällt ja nicht rein. Hering. Okay, alles Hering, ist in Ordnung. Schwertfisch? Schwerthai oder was? Das hat einfach mal fallen. Ein Schwertfisch tatsächlich. Okay. Ist auf jeden Fall mal was anderes als bisher. Angeln wird halt im Laufe der Zeit etwas langweilig. Also ich meine, es ist jedem sein eigenes Ding, ob er angelt oder nicht, oder wie auch immer, ne? Meins ist es jedenfalls nicht. Aber ich muss mich da durchkämpfen. Aber den Schwertfisch lasse ich jetzt mal seitlich liegen, weil vielleicht brauchen wir den sogar als nächstes dann. Aber anscheinend ist es total unabhängig davon, wo ich angel. Also schon ein Unterschied, ob ich jetzt hier am Meer angel, weil die schauen mir nämlich um einiges größer aus, die Fische, als jetzt im Fluss. Aber ansonsten Fischart ist es total egal. Ich denke, dass ich das auch dann rausschneiden werde, dieses ganze Geangel. Weil es ist einfach, ja, Quatsch, wenn ich euch jetzt da zuschauen lasse, wie ich die Angel hin und her schmeiß, bis ich diese dumme Krabbe da rausbekomme. Hätte ich sie im Eimer gehabt, dann wäre es schon passiert gewesen, hätten wir sogar schon die Stufe 4. Aber anscheinend gibt es bis zu einer Stufe 6 die Angeln. So, na gut, dann mache ich, wenn ich jetzt halt hier keinen dran habe, noch einen Schnitt. Genau, ja, dann mache ich jetzt halt hier einen Schnitt und angel einfach mal ein Stück weiter. So, keine 10 Minuten später habe ich endlich die Krabbe. Moment, K
Kann ich dich mal fallen lassen, bitte? Warum kann ich dich nicht fallen lassen? Bitte fallen lassen? Dankeschön. So, alles, was ich an Fischen hatte, habe ich dann erst einmal eingesammelt. So, die Crab, die habe ich hier liegen. Moment. Jawohl. Komm her. Komm her. Die brauchen wir jetzt dann. Deswegen lege ich die hier nach vorne. Einmal den Eimer. Zack. Dann schnappen wir uns den Wagen. Den Stiefel lasse ich da liegen, ist mir egal. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes brauchen. So, magst du Fisch? Ja, im Grund schon. Ich hasse das Angeln bloß. Das ist das Einzige. So, bitteschön. Klick. Damit haben wir die Angel 4, Level 4, etwas schmierig. So, Schwertfisch. Ach, danke. Da haben wir doch dann echt Glück, dass wir den kurz vorher schon gesammelt haben. So, damit haben wir dann die Smaragdangel. Level 5 Angel fängt Fische etwas besser als die vorherige Angel. Das schaut mir so aus wie eine Flunder. Ich bin ja jetzt kein Angelexperte, das wisst ihr ja. Aber wir haben auf jeden Fall eine bessere Angel. Und ich vermute mal, dass ich die Flunder natürlich auch da vorne irgendwo fangen werde. Aber dass das eben auch wieder eine ganze Zeit lang braucht. Ich lasse die Fische einfach auf dem Wagen liegen und später zum Verkaufen schiebe ich dann einfach nur den Wagen drauf auf diese Plattform da vorne und dann werden wir schon sehen. Okay, Garnele habe ich auch wieder gefangen, aber ich packe die jetzt nicht mehr zurück in den Eimer, weil das ist wirklich etwas, was sehr, sehr nervig ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Also 4, 5 bis 10 Mal werde ich jetzt mit euch auf jeden Fall angeln. Vielleicht haben wir ja auch sogar Glück und fangen den Hai schon. Kann ja möglich sein, ne? Es ist auf jeden Fall total irrelevant, wo ich das Ding reinwerfe. Ich habe das jetzt die ganze Zeit hier am Ufer gemacht, dass ich mich nicht bewegen muss, um mir die Fische anzugucken. Vielleicht haben wir ja Glück und ich muss nicht nochmal einen Schnitt machen. Weil es ist wirklich 10 Minuten angeln, das kann einem ganz schön die Nerven rauben. Nee, es schaut nicht so aus, als hätte ich jetzt Glück. Na gut, wenn nicht, dann mache ich jetzt halt einfach wieder einen Schnitt. Oh, da war ich zu langsam. Jawohl, diesmal hat es nicht so lange gedauert und wir haben den Seeteufel. Also es könnte sein, dass der Seeteufel damit gemeint war. Andersrum fallen tust du nicht, ne? Dass ich dich mal von der anderen Seite sehe. Wenn ich dich so hier auf die Kante mal so schmeiß, dass du vielleicht mal... Doch, das müsste schon der Fisch sein. Schmeiß mal den Stiefel weg. Könnte schon sein. Keine Ahnung. Wir fahren einfach mal hin. Zu dem Angler. Bin mal gespannt. Also ich denke mal, das ist das Richtige. Ja, doch. Ich glaube schon. Doch. Steht ja nichts dabei, ne? So. Gib ihn mir. Rein damit. Und yes, wir haben die Angel Nummer 5, Nummer 6. Angel, ein aalglatter Traum. Level 6 Angel ist die nicht ein Traum? So, und das nächste ist dann der Hai, ne? Okay, aber der Hai geht natürlich vor, also für die Bastion. Da geht der Hai auf jeden Fall vor. So, dann die Angel lege ich jetzt mal hier so quer drauf. Wunderbar. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie lange ich dafür brauche. Weil, wie gesagt, es waren jetzt bei der Krabbe waren es ungefähr 10 Minuten. Hier waren es jetzt ungefähr 5 Minuten, bis ich den Fisch hatte.
vielleicht mal die Fische nur ein bisschen weiter nach hinten werfen, dass ich da vorne wieder Platz habe. Du darfst bloß den Wagen nicht erwischen. Na komm, lass das. Das ist mir zu blöd. Das ist mir wirklich ein wenig zu blöd. Okay, lasst uns mal loslegen. Vielleicht haben wir ja Glück. Das kann ja sein, dass gleich hier beim ersten, zweiten Mal angeln der Hai schon droppt. Thunfisch. Ja, ist okay. Aber ich muss die halt auf den Wagen droppen, weil sonst stehe ich dann später da und sammle die wieder zuhauf ein. Jawohl, ein Stiefel. Habe ich endlich ein Paar. Ja, okay, jetzt habe ich mittlerweile, glaube ich, schon zwei Paare. Ah ja, gut. Geht die Kollektion weiter? Vielleicht bin ich da auch wirklich zu nah dran. Ich weiß ja nicht, ob das entscheidend ist, wo die Angel reinfällt, aber ich denke mal nicht. Ich hoffe, dass ich das erkenne mit dem Hai. Aber das sind jetzt bisher alles nur Makrelen, Thunfisch oder was weiß ich was. Mal wieder eine Dingsbums. Ihr wisst schon. Gib mir den Hai, bitte. Kugelfisch war das jetzt, oder? Ja, es war Kügelchen. Vielleicht stelle ich mich mal weiter hinter am Wagen oder ich drehe mal den Wagen um. Da war wieder ein Schwertfisch dabei. Dann warte mal. Mache ich das jetzt mal so? Kommt runter. Kommt runter. Stiefel sowieso. Weil die 5 Münzen oder was ich dafür kriege, das ist jetzt wurscht. Die Angeln sind eigentlich auch nicht gerade gut, wenn die jetzt die ganze Zeit hier drauf liegen. Die versperren mir nämlich auch die Sicht, aber die kommen dann später auf den Angelständer. Es gibt ja solche Podeste, die man kaufen kann, aber die sind ja hauptsächlich gedacht eigentlich für Edelsteine und sowas. Jo, das passt. Thunfisch. Zumindest die 5 Fische, die jetzt halt hier weiter vorne liegen, dass ich die mal nach hinten tue. Schade, dass nicht generell mehr Aufgaben sind, auch mit Fisch. Ne? Das können die ruhig reinbauen. Vielleicht kommt sowas ja noch. Keine Ahnung. So. Jetzt haben wir jedenfalls hier erst einmal ein bisschen einen neuen Platz auf dem Wagen. Wie gesagt, den schiebe ich dann einfach auf den Verkaufsstand drauf und vertick das alles. Danke für den Stiefel. So, warte mal. Lass die nochmal fallen, dass der Stiefel runter ist, weil der macht, oder daher, ist mir egal. Ich will mich jetzt nicht bewegen. Das ist nämlich eine schöne Stelle. Okay, Garnele. Also anscheinend ist die Level 6 Angel die höchste. Wie ich es schon gesagt habe. Und wenn ich jetzt halt hier auch noch so 5 Minuten brauche für einen Hai, dann ist das natürlich nicht schlecht, ne? Ich glaube, das ist gerade für den Anfang, um Münzen zu bekommen, vielleicht nicht einmal so verkehrt. Oh! Ein Hümmerle! Oder? Das ist ein Hummer, ne? Ein Hummer. Warte mal, den Hummer, den lege ich jetzt mal in die hinterste Ecke. Na toll. Ich habe jetzt gehofft, dass du dich auf den Zangen... Ja, passt. Auf die Zangen stellst. Aber anscheinend findet man dann hier mehr von diesem Garnelenzeug und so weiter. Aber trotzdem, Garnelen sind immer dabei, ne? Garnelen, Heringe, alles mit dabei. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen mehr hier stehen. Jetzt auch wieder Makrele oder irgendwas. Barsch war das, glaube ich, ne?
Also im Grunde ist es wirklich unerheblich, wo man die Angel reinschmeißt. Man muss einfach nur die Geduld haben. Ich meine, ich bin geduldig. Wir haben den Hai. Wir haben den Hai. Wir haben den Hai. Der muss jetzt halt bloß noch die 1, Dingsbums Kilo haben. Also ich hoffe mal 1,5. Es wäre aber gut, wenn ich noch einen zweiten hätte, ne? Aber wie gesagt, ich kann angeln immer noch, sollte ich irgendwas Besonderes brauchen. So, jetzt hast du das ganze Zeug da hergeschmissen. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass sie mir wesentlich länger brauchen. Ich brauche nicht einmal schneiden, das ist perfekt. So. Mein Geldbeutel. Dann die 2, 3 Fische. Der Hai liegt vorne. So, dann fahren wir nämlich mal zur Bastion, einfach in der Hoffnung, dass das passt. Oh, warte mal, kann ich mich hier zurücksetzen? Nächstes Fahrzeug zurücksetzen? Ah ja, da sind wir vorne am Spot. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Nee, komm, lauf da hoch. Kann das zwar auch machen mit dem Hochfahren, aber das ist immer ein bisschen ein Gefummel. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der 1,5 hat. Habe ich da einen Plan schon? Ja, habe ich schon. So, dann lasst uns mal parken, den Hai nehmen und hoffen, dass der das richtige Gewicht hat. Verdammt, der ist zu leicht. Okay, wir brauchen eine Waage, die wir mitnehmen. Aber wir können jetzt dann den Hai, können wir ja dann dem anderen Dingsy bringen. Dem Fischtypen. Geld wächst auf Bäumen, was? Don't mind me. Ja, ich lasse mich auch nicht von euch stören. Angelrouten-Dingsy, weil dann können wir nämlich da alle Angelrouten mal drauf tun. Und was wollte ich machen? jetzt überlege ich tatsächlich gerade. Was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich den Hai. Ach, die Waage. Waage? Hast du eine Waage da? Ja, mache ich doch. Ich suche eine Waage. Ach, du hast gar keine, ne? Oh. Naja, aber du hast wenigstens den. Du hast wenigstens einen Ständer. So. Einmal hier drauf. Einmal dahin. Dann können wir die Angeln gleich mal da drauf. Das wenn immer passiert, ne? Wenn du nicht den Wagen haben willst, sondern die anderen Sachen. Jetzt weiß ich auch, warum das Ding hier zweiseitig ist. Ich denke, dass wir die Angel auch gleich mit drauf tun können, weil ich weiß schon, die kriege ich nicht rein. Das ist der Hai. Jetzt hoffe ich mal, dass wir vorne eine Waage bekommen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. So, sind wir es jetzt? Da kriegen wir auch keine Waage. Eine Waage wäre halt echt gut, ne? Aber ich glaube, ich krieg bei euch auch keine. I'd like you to make me some. I'll trade you for some guild tokens. Das sind ja alles die ersten Angeln, ne? Ja, es gibt hier echt keine Waage. Warum habt ihr keine Wagen? Ihr müsst doch euren Fisch auch wiegen. So, okay. Dann kriegst du eben jetzt den Hai.
Da steht ja zum Glück nicht, welche Stufe, ne? Angel die Nachtrute, Level 7 Angel, könnte schwierig sein, die bei Nacht wiederzufinden. Toll. Komm her, ich will dich doch auf das, genau, ich will dich auf meinem Ständer befestigen. Was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt halt losfahren und eine Angel holen? Im Grunde wäre es sinnvoll, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt halt unbedingt hier stehen muss, also an dem Spot. Ich kann wahrscheinlich überall angeln. Aber hier sind wir halt in der Nähe von der Bastion, ne? Warte mal, nee. Ich mach das anders. Ich kaufe jetzt auf jeden Fall eine Waage. Und dann gehen wir einfach an irgendeine Stelle, die beim Meer ist. Vielleicht mal davor. Dann sind wir auch in der Nähe von der Bastion. Aber wir kaufen jetzt erstmal eine Angel. Eine Angel, sage ich schon. Halt! Ha! Du bist doch doof. Hier, da steht doch eine rum, die ungenutzt ist. Wo ist mein Hammer? Jetzt habe ich keinen Hammer. Nee, den habe ich, glaube ich, von hier mitgenommen, weil ich gesagt habe, nee, den brauche ich hier nicht mehr. Also, einmal abstellen, einmal Münzis, einmal Hammer. Wenn man echt nur so einen Hammer braucht, dann ist es echt umständlich. So, nochmal. Ja, gut, der ist fest. Dann nehmen wir jetzt die Waage hier. Klopf. Den können wir hier nicht dran machen. Also passt es. Waage. So. Dann ist es doch schon mal sinnvoll. Ich denke mal, dass je besser eben die Angel ist, desto besser wird auch die Fänge sein. Servus. So, das ist doch ein wunderschöner Platz zum Angeln. Warte mal, du wolltest eigentlich den Wagen wieder nach vorne lassen. So. Und dann haben wir nämlich den Spot hier. Wunderschön. Und wenn wir dann ein Highline finden, jawohl, dann können wir dem nämlich auch gleich schmal wiegen. Was wiegt denn zum Beispiel der Fisch? 1 Kilo. Zu weit gesprungen. So, dann nimm mal deine neue tolle Angelrute. Angel der Nachruf. Ich glaube, hier stehen wir auch ganz okay. Mal gucken, also ein paar werde ich auf jeden Fall mit euch angeln, das ist klar. Aber ob wir Glück haben, ist die andere Sache. Na, ich habe zu früh geklickt. Ach ja. Könnten nicht mal ein paar Pumps rauskommen oder Sandalen? Warum immer Stiefel? Darf man die Angel vielleicht nur in der Nacht verwenden? Okay, bis jetzt habe ich ja nur diesen Barsch gefangen. Vielleicht war der andere Spot doch nicht so schlecht. Nee, das ist jetzt Thunfisch.
Ist nur der Barsch, ne? Ich befürchte, dass ich doch noch mal einen Schnitt machen könnte. Kugelfisch wenigstens mal. Kann ich mich eigentlich auch hinknien? Ich kann doch in die Hocke gehen auch, ne? Dann sehe ich das ein bisschen besser mit den Fischen. Thunfisch. Es ist schön, wenn die sich so ein bisschen sortieren. Thunfisch stellt sich hin und der Barsch, der fällt so um. Na, doch nicht. Wow, das ist ein Riesenbrocken. Den werde ich dann später auf jeden Fall mal wiegen. Ja, wir brauchen halt einen 1,5 Hai, ne? Das ist... Wow, der Barsch ist jetzt auch mal ein wenig größer. Oder Dorsch, oder was weiß ich. Auch total egal. Hey, wir haben den Hai. Hi, hi. 1,44. Schade. Ist egal, wo der jetzt liegt, weil den brauchen wir eh nicht. Aber was hat denn der? Der hat 3. Und der? Dorsch ist es, nicht Barsch. 2,69. Ja, das sind schon ein paar große dabei, ne? So, die Stiefel. Ich glaube, die Stiefel löscht es auch, wenn man später, also wenn man sich neu reinlädt. Und diese Rohstoffe-Dingsbums löschen macht. Solange das nicht auf irgendeinem Wagen liegt oder in irgendeinem Eimer, löscht es, glaube ich, alles, was an Rohmaterialien ist. Gut, dann wieder angeln. Drückt mir die Daumen, dass es schnell geht. So, ich habe jetzt locker eine halbe Stunde weiter geangelt. Ich habe auch noch einige von den Haien rausgeholt. Allerdings, die hatten alle so um die 1,1 oder weniger. Und dann habe ich diesen riesigen Brocken rausgeholt mit 3,4. Und dann fing ich natürlich ein bisschen zu überlegen an, soll ich den jetzt tatsächlich auf die Bastion bringen oder sollte ich versuchen, noch ein bisschen weiter zu angeln, ob ich vielleicht doch noch einen Hai erwische, der um die 1,5, 1,6 hat oder sowas. Tja, jetzt eine halbe Stunde später habe ich mich dazu entschieden, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe jetzt tatsächlich über eine Stunde heute geangelt und das ist auf jeden Fall mehr, als ich normalerweise in einem Spiel zum Angeln brauchen würde, also nie wieder. Ich habe auch noch mal einen Hummer rausgeholt, 2 Seeteufel haben wir rausgeholt, ich habe noch mal 2 Schwertfische mit raus, einiges an Garnelen habe ich raus, unter anderem dann auch noch mal eine Riesengarnele, die liegt jetzt hier irgendwo drunter, aber das Wichtigste war ja eigentlich der Hai, ne? Und tja, mein Schuhschrank ist voll. Das liegt einiges jetzt an Schuhen hier. Aber ich mag jetzt einfach nicht mehr. Ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr. Ich weiß ja nicht. Vielleicht gibt es hinterher nochmal jemanden, der sagt, er hätte gerne einen Hai mit mehr als 3 Kilo Gewicht. Dann hätte ich natürlich verspielt, weil ich würde nicht nochmal angeln. Also ganz ehrlich, irgendwo hört es dann auch auf. Aber ich riskiere es jetzt einfach mal. Wir geben jetzt da oben mal dem Soldaten diesen 3 Kilo Fisch. Oder sogar mehr, 3,6 oder was der jetzt hatte, oder 3,4, ist egal. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt dann durchkommen zum König und was der denn dann möchte. Der will wahrscheinlich jetzt dann einen Nugget mit 1,5 Kilo. Ja, es ruckelt ein bisschen, das merke ich.
Es könnte durchaus an den ganzen vielen Fischen liegen. Wäre möglich, ich weiß es nicht. So, nimm ihn. Thanks, I'm well chuffed. Ja, 1100. Wunderschön. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt meinen... Da habe ich ihn. So. 1200 0815 Münzen. Also jetzt im Moment sind es tatsächlich nur 0815 Münzen noch für mich. Dann würde ich sagen, ich stelle dich nochmal hier rein. Wunderbar. Boah, es zieht ein bisschen. Das kann durchaus jetzt an den Fischen liegen. Ich benötige deine Dienste und du willst tatsächlich einen Ring mit 2000 Gebär. Du Zwerg. Clotium-Barren 2000 und 700 Onyx. Ist das dein Ernst? Das ist jetzt alles, was ich für dich machen soll? Weil das, ich meine, das ist ja jetzt halt wirklich keine große Sache mehr, ne? Das ist jetzt wirklich keine große Sache mehr. Die machen wir jetzt schnell da unten. Weil das sollte man locker drin haben. Das Ding ist ja, also die Maschine ist ja bestimmt einige Spieltage, einige Spielwochen ist die Maschine hier durchgelaufen. So, von daher zeige ich nochmal her. Also 2000 Clotium. Das müsste hier ganz außen sein, ne? Ach so, denn ich habe ja hier kein Schneidewerkzeug, ne? Tu mal deine Waage wieder runter. Jawohl, wunderbar. Der hat jetzt... Oh, 2700. Also im Grunde ist es gerade so recht. 2700. Dann warte mal, da schneiden wir jetzt. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt für die Quest ein wenig zu doof. So, 1300. Wenn ich den durchschneide, könnte es genau reichen mit der Hälfte. 2058. Ja, das taucht mir. Das ist mir egal. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Von mir aus geht ihr zu eurer Säge, wenn ihr nicht hier eine Säge habt. Aber mir taucht es. Ich habe jetzt halt das Gewicht von 2000. Rein damit. Dann stellen wir hier mal Ring ein. Dann kann ich das Klötzium hier wieder reinschmeißen. Ich kann ja jetzt die Maschine auch wieder laufen lassen, weil jetzt bin ich eh schon hier. Dann kann ich mich da mal drum kümmern wieder. So, lassen wir es einfach mal, füllen wir es einfach mal wieder auf. Jawohl, 16 und 20, dann hast du 20 schon drin. Da sind es 10, naja, passt schon. Wie viel habt ihr noch? 18 und 13, ja, das ist okay. Hey, wir haben einen neuen Wagen. Der wird jetzt ausgetauscht, auch wenn das jetzt ein langsamer Wagen ist, aber das ist mir jetzt halt egal. Mit diesem Fischkahn will ich jetzt nicht mehr rumfahren. Das Ding nehmen wir trotzdem mit, hier mit den vielen Angeln. Und die Fische, wie gesagt, da werde ich mal einfach auf die Waage fahren und das Zeug verkaufen. Ich werde allerdings die Haie, die Seeteufel, Hummer, so ein paar Sachen werde ich runter machen. Da hinten liegt zum Beispiel auch noch ein Hummer, ne? Weil die bekommt man im Verhältnis sogar noch seltener wie die Haie. Die Shrimps, ja. Also da werde ich einfach mal ein bisschen was runtersortieren. So, und dann willst du noch einen 700er Onyx. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil ein 700er Onyx, das ist viel. Da könnte es sogar sein, dass wir doch nochmal rüber müssen. Wir müssen tatsächlich rüber. Okay, dann macht es aber auch nichts, weil dann schmeißen wir nämlich den Onyx hier mal mit drauf. Den Clotium-Barren, den nehmen wir auch mit. Wir haben drüben zwar sehr viel von dem Clotium, aber dann verbrauchen wir einfach das Zeug, was wir drüben haben. Ist ja wurscht, ne?
Aber ich würde gerne heute in diesem Part den König erschießen, abschließen. So. Dann einmal der Weg zurück. Ist schon heftig, ey. Also eine Stunde lang angeln. Und ich meine, ich bin ja ein sehr geduldiger Mensch. Aber hier ist mir jetzt dann wirklich, also das ging an meine Grenzen. Es ging wirklich an meine Grenzen. Vor allem ist es extrem Aufwand, das Ganze mit dem Schneiden und, naja, ihr wisst schon. Halt, weiter, geradeaus, hier rechts. Abkürzung, durch die Bäume. Da schnappen wir uns dann aber auch unser Quad und fahren mit dem dann los. Ich muss unbedingt hier noch Steine kaufen. Dass ich hier die Flächen noch ein bisschen mache. Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich so das Letzte, was ich jetzt machen will hier mit dem König. So, Angeln werden wir hoffentlich nicht mehr brauchen. Deswegen stelle ich die jetzt dahin, wo sie hingehören. Und zwar hier unten hin. Ich denke, da sind sie gut aufgehoben. So, wir haben hier noch ein Kochrezept für Brückenguss. Das lege ich hier mit dazu. Das hier ist jetzt alles Brückengussrezepte, Aufträge. Und hier haben wir die unterschiedlichen Burnscroft und Grangefield, Bastion Keep, auch für drüben, aber das ist mir jetzt egal. Ich will den König jetzt halt fertig machen. Den mache ich jetzt sowas von fertig. Weil wenn ich jetzt halt hier nicht 700 und nix habe, dann weiß ich auch nicht, was ich dann falsch gemacht habe. Da bin ich mal gespannt, wie viel das jetzt halt ist. Und zwar sind das... Wo ist meine Waage? Da. 163. Oh, wow. Das ist ja richtig wenig. Okay. Ach so, da habe ich noch was liegen. Glück gehabt. Wo ist mein Kompressor? Ich habe doch hier noch einen Kompressor stehen gehabt. Ach so, den habe ich hier. Und dann presse ich mal alles zusammen, was ich habe. Wie viel hast denn du? Der hat 223, ja. Gut. Also einschalten, ne? Wäre nicht schlecht. Und dann bin ich froh, dass ich jetzt den Onyx von drüben mitgenommen habe. So. Ich habe dich doch gerade gehabt. Ja, okay, ich mache aus. So, damit haben wir einen Onyx von 693. Wir brauchen einen 700er Onyx. Huh. Es fehlen tatsächlich 7 Onyx. Warte mal, hast du da noch was liegen? Nee. Also normalerweise liegen ja dann die Steine, die ich geschnitten habe, dann hier. Weil das mich dann auch irgendwann gestört hat, die immer wieder hier zurückzulegen. Und ich habe ja hier das noch nicht gemacht mit dem Zurücklaufen. Also, dass ich das quasi schneide, die dann wieder zurücklaufen. Und im Grunde diese Automatisierung, die ich noch vorhatte. Aber das mache ich ja erst dann, später, wenn wir drüben sind in Vulkanoidus des Dingsbums. So. Die können wir eigentlich... Jawohl, die können wir auch hier liegen lassen. Bei den Steinen habe ich es ja dann immer so gemacht, ne? Hier liegen lauter 0,5er Stücke. Da habe ich die dann immer auf ein Kilo geschnitten, einmal durchgemeißelt und dann das quasi hierher. So, was mache ich denn nun? Eigentlich brauche ich ja wirklich nur noch diese 7 Dingsies, ne? So, die Säge, die lassen wir hier, weil die brauchen wir jetzt hier nicht mehr.
Dann können wir eigentlich den Clotium-Barren, warte mal, wir schmelzen die jetzt mal zusammen. Den hier und dann schneide ich das doch genau. Weil der hat 7878 und wir brauchen 2000. Ich meine, wenn man sowas natürlich vorher schon hat, ne? Also mit dem Angeln und so weiter, dann ist es natürlich eine Sache, die sich extrem hinzieht, wenn du das ganz am Anfang machst. Aber wir haben jetzt im Grunde Glück, ne? Dass wir schon 693 haben. Und da möchte ich jetzt halt auch nichts verkehrt machen. Es sind 700, ja? 700. Ich glaube, wir machen das so, dass wir beim nächsten Mal dann das mit dem König erledigen. Ist da wirklich nichts mehr drin? Hallo? Nochmal oben reinhüpfen. Nee, da ist nichts mehr drin. Ne? Nee. Aber seid ihr jetzt an oder aus? So ist er aus, ne? So ist er an. Okay, das passt dann schon. Dann werde ich noch mal warten. Es sind, wie gesagt, nur 7, aber das kann sich, wie gesagt, auch hinziehen. Dann werde ich eben noch ein bisschen weiterbauen an unserem Gestell hier. Dann mache ich das einfach mal so ein bisschen als Zeitvertreib, weil ich ja so viel Zeit habe, ne? Oh, warte mal, haben wir hier noch ein... Oh, yes! Yes, yes, an den habe ich gar nicht mehr gedacht. 1697, yes. Wir pressen den jetzt mal hier zusammen. Okay, cool. An den habe ich nicht mehr gedacht, wie man merkt, ne? So, rein mit dir. Raus mit dir. Und dann haben wir tatsächlich insgesamt 2,39. Und wir brauchen 700. Yes. 700, zack, zack, her damit, mit dem Stein. Und das sind wirklich 700, ja, und hier steht auch wirklich 700. Ich will keinen Fehler machen jetzt, das ist nämlich dann echt blöd, wenn du jetzt dann hier den Fehler machst. 2 Kilo, okay, dann drauf damit, Hammer, klopfen, jawohl. So, jetzt ist auf jeden Fall zu spät. Ich will den Hammer bloß hier näher dran haben. Und damit haben wir jetzt einen Clotium-Barren 2700 Onyx. Und wir rumpeln los zum Mr. Chef. Achso, ja, das wollte ich ja nur so machen. Jetzt, wenn du den Ring allerdings hier reinschmeißt, wirst du den wahrscheinlich nicht mehr finden. Na gut, dann muss ich halt beim... Chefe, dann muss ich halt dann das ausleeren, das ist ja egal. Ja, das dachte ich mir, geht nicht. Dann machen wir es jetzt so und tschack. Weil hier ist es ja nicht möglich, dass das Zeug ineinander stackt, leider. Los geht's! Los geht's! Und dann freue ich mich nämlich schon drauf, dass wir tatsächlich beim nächsten Mal nach Vulkan gehen. Besuchen Spock. Schauen wir mal, was es dann da zu tun gibt. Weil auf Vulkan ist es dann so, dass tatsächlich die Pipes ja mit Lava betrieben werden. Und die Maschinen auch anders ausschauen und so weiter. Also da freue ich mich schon drauf. Und hier, das ist ja alles im Grunde, ne, so für die Testzwecke gewesen. Es hat natürlich extrem Spaß gemacht, sich da reinzubuddeln und war natürlich auch was, hier den Spot frei zu arbeiten, ne? den bei dem Wasser, das sich darunter zu arbeiten. Also einen Relikt haben wir ja vielleicht. Also ich werde einen separaten Spielstand machen, weil wir ja in dem Fall kann ich da durchfahren. Nee, ich riskiere es lieber nicht. Am Ende bleibe ich stecken.
weil ich möchte hier natürlich trotzdem weitermachen. Ich würde nämlich mich gerne noch nach unten buddeln in allen Spots, auch wenn das viel, viel, viel Zeit braucht. Würdest du mir bitte etwas bringen? Ja, ich bin doch gerade dabei, du Zwergel. So. Ein Ring. Bitteschön. Mein Vater hätte das sehr gefallen. Was bekommen wir von dir? Warte mal, ich muss irgendwie ein Bild machen von dir. Ein Ring für den König. Wie kann ich da ein Bild von dir machen, dass das auch schön ausschaut? Na ja, gut. Machen wir es ja so. Das taucht schon. Was ist das? Der Zauberstab. Was erzeugt Erdklumpen innerhalb von Grabungsstellen? Okay. Das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht funktioniert. Kann ich den mal ganz kurz nochmal da stehen lassen, weil dann bringe ich nämlich... Ja, das glaube ich dir, weil der schaut jetzt nicht unbedingt bequem aus, dieser Steinthron. Hey, old blood. Ja, servus. Okay, dann gucken wir doch mal, was wir... lass mich da drauf. Jawohl, passt schon. So. Ich bin ja mal gespannt, was mir der erzeugt Erdklumpen innerhalb von Grabungsstellen. Gucken wir mal, wir fahren jetzt halt einfach mal da unten zu dem Spot. So, schmeiß mal dein Ding dahin. Wunderbar. So, Leute, aus dem Weg. Ich bin mit dem König per Du jetzt. Hilfe. So, einmal Stoppinger, einmal Zepter und einmal... Hä? Für was soll das jetzt gut sein? Also ich meine, ich könnte jetzt halt quasi hier... Nein, könnte ich nicht. Okay, ich kann das quasi nutzen, um drüben meinen Spot wieder zu reparieren. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Du hast hier keine Werkzeuge mehr, ne? Bleibt das Zeug jetzt da hängen? Ne, es läuft einfach durch. Okay, das ist schon mal die Hauptsache, aber trotzdem, das ist mir ein wenig zu gefährlich hier, dass es dann hängen bleibt. Da hole ich mir lieber jetzt halt nochmal eine Schaufel, weil ich glaube, ich habe nämlich das Werkzeug von hier einfach mitgenommen. Sabbel mich nicht voll. Ich brauche eine stumpfe Schaufel. So. Oder noch was? Nee, ne? Passt. Ja, okay. Da geht nichts mehr. Her mit meinem Geld. So, dann habe ich dem König sein Ding. Wunderbar. Dann geht der Part heute, glaube ich, jetzt halt über eine Stunde oder sowas. Aber ist egal, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben den König erledigt. Wir haben den total fertig gemacht. Jetzt hat er einen dicken Klunker am Finger, der normalerweise wahrscheinlich größer wäre wie er selbst, inklusive dem Thron. So. Und das, was wahrscheinlich dann auch interessant ist, weil ich ja wahrscheinlich auf jeder Ebene entsprechend die Erde dann herbeizauber. So. Gib mal das Ding her. Das probieren wir nämlich jetzt nochmal. Wenn wir... runtergehen.
So, wir sind ja im Grunde hier noch auf Ebene 1, also kann ich jetzt quasi hier Erde entstehen lassen. Hier sind wir auf Tiefe 2 und hier sind wir auf Tiefe 3. Also man kann dementsprechend eben die Erde dann hier wieder erschaffen. Okay, also zum Ausbessern von Löchern, die man gegraben hat, ist es definitiv gut. Schwupps. Hast du da noch einen Platz? Nee, hast du nicht, aber da hast du einen Platz. Dann mache ich jetzt mal den Boden hier los. Und dann kann ich im Grunde auch die Rohre eingebuddeln. Weil die Rohre laufen ja weiter. Kann ich das quasi alles zumachen? Jetzt halte ich mal. Das ist cool. Also im Grunde ist es nicht schlechtes Teil, weil ich kann hier die Erde wieder hinbringen und dann kann ich einfach hier mal mit dem Ding drüber fahren. Mit dem Pflasterer. Und kann quasi den ganzen Boden hier wieder schön glatt machen. Und es sind keine Löcher mehr drin. Das heißt, ich müsste dann mit dem Drescher wieder sauber drüber fahren können. Ja, das ist cool. So, ob ich das allerdings mache, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber es ist auf jeden Fall gut. Also das Zepter, doch. Ist nicht schlecht, aber dafür eine Stunde angeln ist definitiv übertrieben. Also da hoffe ich doch mal, dass der Entwickler ein bisschen was ändert. Wo lege ich dich jetzt hin? Aufs Auto. Ich leg dich jetzt halt einfach hier her. Jawohl, genau. Hängst hier wegen rum. Gut, dann freue ich mich und sage schon mal Danke, wenn ihr mir ein Like da lasst. Nicht vergessen zu abonnieren, wenn noch nicht passiert, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst, weil das nächste Mal geht es ja dann nach Vulcanoidus oder wie es heißt. Und ja, freue ich mich schon drauf. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.